Ich sehe die Möglichkeit und die Chance der Menschheit, eine Welt zu entwickeln oder vielleicht auch zurück, back to the roots zu kommen, dass wir ohne Kriege, ohne Armut und ohne Hunger leben können. Dieser Glaube daran motiviert mich auch und macht mich stark für meine Arbeit. Ich glaube, ohne diesen Glauben würde es mir schwer fallen. Und dieser Glaube über die Welt treibt mich auch an. Ich sehe die sehr vielen positiven Aspekte und die Menschen und die schönen Ideen und die Feste, die Menschheit feiert und den Spaß, den die Menschheit haben kann. Angst habe ich dafür, dass die Ungerechtigkeit oder dass sich die Verteilung der Welt noch mehr ins Extreme begibt, dass die Reichen noch reicher werden, die Armen noch ärmer und dass niemand was dagegen tut. Also unfair finde ich insbesondere den Handel in der Welt, weil es nicht wirklich ein fairer Handel ist. Also wenn ich als Beispiel mal an Ghana denke, bekomme ich da Hähnchen aus Europa, weil sie einfach billiger sind. Also weil Europa ihre Bauern subventioniert und den Afrikanern eigentlich überhaupt keine Chance gibt, auf den europäischen Markt zu treten und auf ihrem eigenen Markt auch keine Chance lässt. Ich glaube, man müsste echt viel lieber, viel, viel eher fragen, so, wo ist es überall schön in der Welt und warum? Bildung ist das zentrale Element für Entwicklung und wir haben Freude daran, da mitzuarbeiten, weil wir selber dadurch auch Bildung erfahren. Und es sind viele junge Menschen, die sich so auf eine Art und Weise einsetzen, aber auch selbst verwirklichen können. Also ich bin überhaupt auf AIM aufmerksam geworden durch meine Schule, weil wir da ein Projektangebot hatten quasi. Es war früher mal die Jugendgruppe eben von AIM oder ja, quasi die Basis der Jugendgruppe in AIM. Wiederum spielt ehrenamtliches Engagement eine große Rolle. Und wir haben bereits drei Sponsorenläufe unternommen. AIM ist seit Jahren in unserer Schulcurriculumswoche bei den Afrikatagen präsent. Und damit die jungen Leute das in Ghana auch machen können, erstens Bildung bekommen und zweitens später dann mal Geld verdienen, finden wir es wichtig, dass die ausgebildet werden. So, wie machen wir das? Einmal mit einem Schulbau und durch verschiedene Bildungsprojekte. Ein Bildungsprojekt habe ich euch, nee, zwei habe ich euch mitgebracht. Zum Beispiel machen wir mit den jungen Menschen dort Musik. Ja? Ja, cool. Wir haben junge Menschen in Ghana in unserem Ort Kumena und junge Menschen hier in Freiburg. Ja? Die machen zusammen Projekte. Erstens, damit sie zum Beispiel Musik lernen, damit sie wissen, was muss man alles können, um eine CD zu produzieren. Da sind 14 Lieder drauf. 7 Lieder kommen von den Leuten aus Freiburg, 7 Lieder kommen aus den Leuten von den jungen Menschen aus Komenda. Das ist ja. Und ab. Ich muss weg. Endlich aus diesem Land ausreisen, kommen die wieder heim. Hat mir jetzt gut gefallen, wie du betont hast, Flughafen. Ich mach's dann wieder so, ich doppel erst die ersten 12 und dann wieder das, was wir. Does it fit? Yeah. Yeah, it's okay. Okay, and with your mouth like this. Okay, very close. Come closer, try harder, keep changing, spread your voice. Yeah, we share it out, we know the one and only. More love, more life, see? Chocobites combo, yeah. Yes, one aim, one destiny, save it in your heart. Oh Mama, Afrika, nicht so weit weg, wie gelacht. Überall bis Tag und Nacht, deswegen besser nachgedacht. Und Liebe und Hoffnung Platz gemacht. Was Frieden schafft, was damit jeder lacht. Denn als Menschen sind wir gleich, was wieder mal beweist. Manche dreist mit Fleiß, nichts getan, deswegen arm und reich. Wer reißt das Steuer an sich? Warum eigentlich die Erde komplett aus dem Gleichgewicht? Stand unite, damit wir am Leben bleiben. Stand unite, es wird Zeit, dass wir Geschichte neu schreiben. Stand unite.
ausradiert. Das Besondere ist für mich, dass es wirklich ein Austausch ist, dass nicht nur wir hier arbeiten, das dann an ein Projekt schicken und da gar nicht von mitkriegen eigentlich, was dort passiert, sondern dass es wirklich ein Austausch ist und wir auch eben schon binationale Projekte haben, wie das Musikprojekt, wo dann tatsächlich Menschen in Ghana was machen, wir hier was machen und das dann zusammenführen quasi. Also es ist ein Austausch und es ist nicht nur auf einer Seite. Außerdem haben wir im Jugendclub in Deutschland sehr unterschiedliche Jugendliche. Das heißt, wir haben Jungs und Mädchen aus ganz unterschiedlichen Familienverhältnissen mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Und das finde ich sehr interessant, weil es sich so vermischt. Wir hatten letztes Jahr beispielsweise Jugendliche mit Migrationshintergrund und Jugendliche ohne. Und die haben einfach mal zusammengearbeitet. Das fand ich eine interessante Sache, zu beobachten, wie die Jugendlichen selbst damit umgehen, wie sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und ob es da irgendwelche Unterschiede gibt oder wie sie damit umgehen oder ob es keine gibt und wie sie damit umgehen. Weil das so ein bisschen der kleine Prozess ist im Bereich der interkulturellen Zusammenarbeit, auch dann mit afrikanischen Jugendlichen. Und es findet immer jeweils einmal im Jahr ein großes Festival hier in Freiburg statt, das African Kiss, an dem allein die Jugendlichen sozusagen organisieren, auch die Sponsoren organisieren und das Ganze drumherum organisieren und ein Gefühl dafür bekommen, was es heißt, so eine Großveranstaltung zu machen. Und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Ghana zu sehen und zu sehen, wie die Jugendlichen vor Ort Projekte angehen und wie das Leben dort vor Ort ist. Der Sinn von dem Jugendclub hier ist zum einen, die Jugendlichen zu fördern in gewissen Punkten, die man andernorts zum Beispiel in der Schule nicht lernt. Zum Beispiel in speziell ist auf African Kiss bezogen in Projektmanagement, in Eventmanagement und die Jugendlichen auf Themen aufmerksam zu machen, mit denen sie zwar im Alltag auch konfrontiert werden, aber nochmal intensiver und mehr an der Realität.